So, meine Lieben, und damit willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Das, was wir jetzt machen werden, ihr seht es eigentlich sowieso schon im Titel, wollte ich mir eigentlich fürs Ende oder ganz fürs Ende aufsparen. Das wollte ich eigentlich mit als allerletztes machen, aber das Spiel zwingt mich jetzt quasi dazu. Wir werden hier zum alten Sägewerk fahren und die Horde erledigen, denn ihr seht ja, wir haben hier eine Mission. Wir müssen hier eben etwas für diesen, ja, wie die es hier nennen, vom Camp nennen, oder wie Boozer es nennt, den Panzer besorgen. Und hier ist nun mal die Horde. Ja, die größte Horde im Spiel, die Sägewerk-Horde mit 500 Freaks. Und die werden wir jetzt erledigen, weil anders werden wir diese Mission nicht erfüllen können. So, ich habe alles soweit ausgerüstet, ich habe alles komplett aufmunitioniert. Hier die Munitionstaschen sind voll, die Versorgungstaschen. Und ja. Wir werden die Horde jetzt erledigen. Schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Ich werde einfach die gleiche Strategie anwenden, wie ich es in meinen vorherigen Durchgängen immer gemacht habe. Wir werden es halt so machen, wir werden unser Bike hier gleich schon mal eine Fluchtrichtung einfach schon mal aufstellen. Dass wir halt, sollten wir tatsächlich abhauen müssen, dass wir es dann auch können. Und dass wir uns dann hier quasi relativ nah dran am Sägewerk über unsere Tasche mit neuer Munition versorgen können. Das alte Genau, Sägewerk. dann werden wir es halt so machen, weil die Das wird Horde, sicher ein die ist, Spaziergang, genau, die hält sich nämlich hauptsächlich hier in Okay, diesem ich höre Gebäude das Rauch auf. auf jeden Fall genug fallen. Ja, die kennen. Munition, Molotows. Ich brauche so viel Zeug, wie ich tragen kann. Wir haben auch alles, was wir brauchen. Genau, also wie gesagt, die hält sich hauptsächlich hier in diesem Gebäude auf. Manchmal sind die auch, das kann ich auch gleich nochmals zeigen. Ah, von hier aus sieht man es, glaube ich, nicht, nee, weil das hier alles im Weg ist. Hier unten ist auch nochmal so ein Durchgang quasi. Da hält die sich auch gerne auf. Was man theoretisch auch machen oder versuchen könnte, wäre, die Horde quasi aus diesem Ausgang herauszulocken und dann hier durch diesen engen Gang durchzugehen. Ne, dass sie halt möglichst eng sitzen. Ich mache es aber in der Regel immer so, dass ich die quasi hier rauslocke und dann immer da hochlaufe. Weil ein großer Teil, ihr werdet es dann auch gleich sehen, es sind wirklich viele. Also 500. Als sich einfach mal 500 Freaker auf dem Haufen vorzustellen, geht kaum. Das seht ihr dann, wenn die Horde rauskommt, wie viel das tatsächlich ist. Und ein gewisser Teil verfolgt einen dann weiter, aber sehr, sehr viele lassen halt einfach ab. Ne, weil man dann schon wieder zu weit von denen weg ist. Genau, was werden wir machen? Wir werden jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal. Nee, wisst ihr was? Wir werden jetzt hier mal eben genau die Fernlenkbombe platzieren. Und dann werden wir hier auch nochmal so eine Annäherungsbombe platzieren. Und ich hoffe, die sind weit genug auseinander, dass sie sich nicht gegenseitig sprengen. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. So, und dann, genau, fangen wir jetzt mal mit der Rohrbombe an. Weil da, man sieht es jetzt nicht, weil es zu dunkel ist, aber die sitzen da auch direkt am Anfang. Genau, und da drin sitzt, glaube ich, niemand, oder? Die sind halt wirklich alle da in dieser. Ja, Scheune will ich jetzt nicht sagen, in diesem Gebäude halt drin. Manchmal sitzen da auch welche, aber da sehe ich jetzt niemanden. So. Also gut, dann würde ich sagen, also wenn ihr es auf dem Computer seht, dann seht ihr die da vielleicht schon. Genau, da richten sich die ersten schon auf. Also, auf geht's. Oh, verdammt, den habe ich jetzt verworfen. So, und wisst, wartet mal. Genau, so, damit die Annäherungsmine nicht sofort auslöst. So, und weg hier, weg, weg, weg. Ah, das hat jetzt, glaube ich, weniger erwischt, als ich gehofft habe. So, und da seht ihr es. Da seht ihr mal, wie viele das tatsächlich sind. So, dann laufen wir jetzt erstmal. Guck mal, die ersten da hinten, die ziehen sich schon wieder zurück. Und wir konzentrieren uns jetzt mal auf die hier. Ja, locken die erstmal erfolgreich weg. Hoppala, das war jetzt aus Versehen gedrückt. Und, ja, okay, die ziehen sich da gerade noch zurück, deswegen zünden wir die Fernlenkbombe jetzt noch nicht. So, komm, weg mit euch allen. So, komm, komm, komm. Zack, und du,
So. Jetzt zünden wir die einfach mal. Jetzt halt die Frage, wie viele wir erwischt haben. Ich glaube, das waren auch gar nicht mal so viele. So. Genau, aus der Ferne bekämpfen ist auch immer gut. Einfach so viele ausschalten wie möglich. Ohne jetzt hier großartig die Gefahr von einem Kampf zu haben. Weil wir das, was wir gerade gemacht haben, das werden wir noch ein paar Mal machen. Weil wir, wie viele haben wir? Ja, ich glaube, das ist noch nicht mal ein Drittel, oder? Was da jetzt vom Balken weg ist. Höchstens so grob. So, guck mal. Munitionssparend, mit Kopfschüssen arbeiten. So, da gucken wir doch mal. Ohrentechnisch, wie viele Ohren wir hier so haben. So, komm. Na, verdammt. Ich hatte gehofft, dass ich ihn lautlos von hinten erledigen kann. Aber guck mal, die kommen noch nicht mal raus. Doch. So. Einfach reinschnitzeln, einfach rein. Lauf, lauf, lauf. Und da geht das Spiel wieder von vorne los. Hopp. So. Okay, die locken wir jetzt erstmal wieder her. Dann nehmen wir uns jetzt nochmal... Ups, so eine Annäherungsbombe. Oder Attraktorbombe, Entschuldigung. Annäherungsbombe ist der falsche Begriff. Aber da geht irgendwie kaum jemand drauf, oder? So, Leute, weg von meinem... Oh, lauf, Deacon, lauf, lauf, lauf. So. Hopp. Zack. Und alleine schon für diese Horde wollte ich eben diese MP als Pistole haben. So, haben wir euch. Okay, gehen wir wieder zurück. Dann gucken wir gleich mal, wie viele die Attraktorbombe erwischt hat. So, okay, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht. So. Ah, die Attraktorbombe, ja, wie viel hat denn so erwischt? 15 ungefähr, sowas in dem Dreh. So. Zack. Oh, Scheiße, noch mehr. Ja, ja, Deacon, das wissen wir doch. Das ist ja nun keine Neuigkeit, dass die da sind. Haben wir hier zufällig Munition drin? Gucken wir doch einfach mal eben. So, ach, sieh mal einer an. Okay, dann können wir nämlich das MG auch nochmal eben nachladen. So. Okay. Sollen die sich erstmal wieder zurückziehen? Und wir sammeln in der Zeit auch nochmal die ganzen Ohren ein, die hier so rumliegen. Und dann können wir hier eigentlich auch direkt genau nochmal so eine Fernlenkbombe platzieren. So. Hier kreucht auch noch irgendwo was rum, ha? Das hört sich zumindest so an. So. Okay. Ja, hat auch wieder ein paar erwischt. So, der Rest, genau, da kommt der Rest. Bam. Ah, hat, wie viele hatten der erwischt? 10 Stück ungefähr.
Also die, ja klar, die Bomben darf man sich halt auch nicht blenden lassen. Also zu viel sollte man von denen natürlich auch nicht erwarten. Komm. So, genau. Molotow, mach du dein Ding. Oh, das hat aber auch einige erwischt. Es hat einige erwischt auf jeden Fall. Alter, wir haben da gerade fast 600 EP. Sag mal, wie lange lebt denn der, während er brennt? Also wir haben gerade fast 600 EP gekriegt. Wie viel kriegen wir denn für jeden? Wie viel EP bekommen wir für einen einzelnen Freaker? Das sind, ich glaube, 25 oder so. Fuck, fuck. Wir hingen gerade am Bike fest. So, komm. Wir hingen wirklich gerade am Bike fest. Das hätte gefährlich werden können. Das hätte richtig gefährlich werden können. Ach, das ist ein Sprinter. Kein Wunder, dass der so lange überlebt hat. Fuck. Deswegen hat er den Molly so lange überlebt, weil er so super viel aushält. So. Guck mal, alleine für den bekommen wir 200 EP. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt nochmal einen Freaker alleine erwischen. Weil ich will jetzt halt nochmal wissen, was wir für einen EP bekommen. 20. Wir bekommen 20 EP. Das heißt, wir haben eben mit dem Napalm-Molly zwischen 25 und 30 nochmal erwischt. Das ist gut. Komm, das kriegen wir auch noch. Jawohl. So, gucken wir doch mal, hä? Wie viele Ohren sammeln wir denn hier ein? 24, 40, 52. Hallo, Freunde. Na, so langsam geht euch auch die Manpower aus, ne? Ich meine, gut für mich, schlecht für euch. Und mir geht aber auch so langsam die Munition aus, muss ich dazu sagen. Ja. Das heißt, wir werden gleich mal die Munition noch auffüllen. Da hoffe ich mal, dass die, die uns jetzt verfolgen, dass wir die damit noch erledigt bekommen. Oh, ich liebe diese MP einfach, die ist super. Die ist wirklich super. So. Na. Warum verfolgen uns jetzt ausgerechnet so viele? Ausgerechnet jetzt, wo mir die Munition ausgeht. Na. Das ist schlecht. Weil auf diese Weise geht man Fluchtplan auch nicht auf. So geht man Fluchtplan nicht auf. So. Na. Komm, lauf, lauf, lauf. Die Attraktorbombe hat gar nichts gebracht. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal einen Attraktor hinwerfen. Der aber auch einfach gar nichts bringt. Warum springen die da nicht drauf an? So, und wie gesagt, das große Problem ist jetzt halt. Komm, weg mit euch. Ja, jetzt müsste ich eigentlich zu meinem Bike. Zum einen, um die Muni aufzufüllen. Ich glaube, der Rest der Horde, der verfolgt uns jetzt halt. So. Wir können auch nicht die ganze Zeit durchsprinten, weil uns sonst zu schnell die Ausdauer wieder ausgeht. Deswegen müssen wir damit ein bisschen haushalten. Okay. Komm. Und kurz wieder ansprinten, genau. Ja, komm, fresst. Die gehen, lauf einfach. Lauf einfach. Okay.
Bike, Bike, Bike. Nein, Dicken, nein. Heilen. Okay. Jetzt rauf und fahr. Einfach Gas geben. Genau. So. Okay. Bam. Ja, ja, komm, dich überfahren wir auch eben. So, Munition. Zack, aufmunitioniert. Genau, dann kommt jetzt mal her. Ja, dich kann ich jetzt eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Du störst jetzt nämlich einfach nur, Freundchen. Na, wir sind zu weit verstreut für einen Molly. Ja. Hopp. Okay, wenn ihr euch das schon so aufreiht, dann nehme ich euch natürlich eben mit. Na komm, dann haben wir die Horde sogar gleich. Das wird jetzt quasi der, boah, klägliche Rest sein. Oh. Na, komm weg mit dir. Ja, ja. Hopp. Ja. So, komm, ins Gesicht. Okay. So, dann kann von der Horde nicht mehr viel übrig sein. So, nehmen wir eben kurz das Bike, fahren wir rüber. So. Sammeln wir die Ohren eigentlich auch ein? Jawohl, wenn wir drüber fahren, genau. So, Spiel. Okay, mir wird jetzt von hier von der Horde aber auch nichts mehr angezeigt. Haben wir es erledigt, oder? Wir haben es erledigt. Ach du Scheiße, Deke. Ich hab wohl das Beste verpasst. Ja. Ja. Nächstes Mal fahr ich. Und du kriegst die Fricke. Ja, Bruder. Okay. Jetzt einfach darüber. Gut, alles klar. Okay, das war's. Fahr zurück zum Camp. Wir treffen uns dort. Okay. Und, Bushman. Fahr vorsichtig. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? So, ich heb dir was auf. Mhm. Okay, so, dann sammeln wir jetzt nochmal eben die ganzen Ohren ein. Die Beute nehmen wir natürlich mit. So, dann gucken wir doch mal, wie viele haben wir alleine hier drin? 61. Was gibt's? 63. Ich muss noch ein bisschen am Laster rumschrauben. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Okay. Danke. Bereit, wenn du es bist. Willst du das echt machen, Dick? Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Jawohl. So, dann genau, die Horde haben wir erledigt. Du schaffst das nicht allein. Greife Wizard Island ein. Das wird dann quasi die letzte Mission. Die werden wir jetzt aber dann natürlich nicht mehr anfangen. Was werden wir dann jetzt noch machen? Weil es geht dann halt wirklich ins Endgame, muss man ja sagen. Ich glaube, wir werden aber vorher, wenn wir hier nochmal zumindest ein paar Horden, zumindest die Horden hier, ich glaube, nächste Folge machen wir nochmal hier die, genau diese vier Horden, die hier so drumherum sind.
Und dann werden wir uns an Blizzard Island dran machen. Dann nehmen wir dich mal, genau. Ja, Leute, dann würde ich sagen, hier gibt es nicht mehr viel für uns zu tun. Ne? Wir haben das eigentlich soweit alles erledigt. Was wir jetzt, obwohl, wisst ihr was, was wir jetzt nochmal eben kurz machen? Wir fahren jetzt nochmal da oben zur Forschungsanlage und machen die nochmal eben kurz. Ne? Das ist ja nicht weit von hier. Wir sind eh gerade da. Dann können wir da auch nochmal eben kurz hochfahren. Guck mal, hier liegen auch noch irgendwelche Freaker-Ohren, wa? Oder eher da unten. Keine Ahnung. Gut, ist ja auch egal. Wir fahren jetzt eben da hoch. Genau. Ich glaube, ich weiß sogar, welche das ist. Wir haben da in der Vergangenheit, also schon ewig her, haben wir schon mal versucht, da hochzuspringen. Da ist es aber, glaube ich, daran gescheitert, dass unser Bike einfach zu langsam war und wir es deswegen nicht geschafft haben. So, aber jetzt, genau, gucke mal, ist es kein Problem. Kriegen wir easy peasy hin, das Ganze. So, und hier ist auch schon wieder. Ich wollte gerade sagen. So. Gucken wir mal, was haben wir noch hier? Noch irgendjemand da? Nee, oder? Ein weiterer Okay. Neo-Mikrorekorder. Ich weiß nicht, ob ich das anhören möchte. Meerschrott. Doch, wollen wir. Also, hören wir es uns an. System. Also haben euch die hohen Tiere vom Himmel geholt, damit ihr nicht zurückkommt und alle kontaminiert? Oh, meine Fresse. Ja, aber im Prinzip logisch, dass man das macht. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, mein, was willst du denn sonst machen, ja? Also, unschön, aber notwendig, befürchte ich fast. Also, man, wenn du halt wirklich infiziert bist, es gibt ja nun mal auch keine Heilung, Ein dann, Injektor. ja, Wir haben hier wirklich und bevor halt alles. der Rest auch noch Gut. infiziert wird. So, Gesundheit haben wir, ich dachte, Gesundheit haben wir schon voll. Was machen wir dann jetzt noch? Konzentration machen wir nochmal. Ja, so wird's gehen. So, gucke mal. Haben wir das auch wieder gemacht? Haben wir diesen Standort auch wieder? Was haben wir denn sonst noch eigentlich hier auf der Karte? Da unten haben wir noch einen Fortschritt. Charaktersammelobjekte, ja gut, die sind im Prinzip egal. Genau, vier Horden haben wir noch, die machen wir dann morgen in der nächsten Folge. Und ansonsten haben wir eigentlich den Großteil soweit. Genau. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sind erstmal wieder durch für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao.